sollen. Das siehst du. Also, ich bin seit über 25 Jahren Christ. Ich diene in einer Gemeinde im Lobpreis und ich durfte so viel schon hier hören und auch lernen. Und ich wollte ja einfach nur ein Wort sagen. Ich finde dich ultra mutig. Und das, was du machst, ist super cool, weil das machen wenige. Du bist sehr kontrovers, aber auf eine super Art. Du bist locker, du bist überhaupt nicht scheinheilig und du bist echt und Fan. Danke. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Also ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, wir machen in unserer Gemeinde. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, christliche Theaterstücke zu machen für die Kids, für die Jugend. Kommen super an. Und das mache ich jetzt schon seit über 15 Jahren. Und das ist wirklich eine super Art, das Evangelium zu verbreiten. Und das ist mittlerweile wirklich bei uns in der Gemeinde fester Bestandteil. Und alles, was ich jetzt hier so sehe und höre, auch das sind so Dinge, die nehme ich einfach mit. So, ich saug das alles auf. Auch die Leute, die du in dein Live nimmst, es ist echt nicht nur unterhaltsam, auch lehrsam. Und ich Ja, finde das echt cool. Und der Herr soll dich weiterhin segnen. Und du machst jetzt das. geht es wichtiger, Moster. In Jesu Jetzt Namen. geht's ab nach Syrien. Also, der Herr soll dich weiterhin behüten, beschützen mit deiner Familie. Und ich wollte einfach nur sagen, du bist super cool und super mutig. Und ja, Gott soll dich reichlich segnen. Mehr wollte ich gar Gottes nicht. Segen, Liebe. Gottes Alle Segen. Ehre dem Herrn. Mach's gut. Ciao, ciao. Sehr, sehr ungesund da. Da raucht einer viel zu viel. Das hat sich nicht gesund angehört, meine Liebe. Da musst du demjenigen sagen, dass er aufhören soll damit. Wer ist das? Hier, Dr. Schäfer bei mir. Hallo. Warum bestören mich? Das schickt den sofort Match-Anfrage. Alle wollen matchen. Matchy machen, Matchy. Regisseur Abu Amir meinte, ich sollte mal meinen eigenen Film herausbringen. Scheich auf der Flucht. Scheich Abu Amir rasiert Beine. Der Scheich auf heimlicher Mission. So, wer ist denn hier? Wer möchte den Dr. Scheich Abu Amir denn in seiner Gemütlichkeit stören hier? Hallo. Ja, hallo, mein Hallo. Lieber. Hallo. Ich habe eine Frage an dich. Wieso machst du dich über den Islam lustig? Ich mache mich nicht lustig, ich mache mich nur über fliegende Schienenbeine lustig. Ja, aber das sind schon so respektlose Dinge, du sagst, wie zum Beispiel Allah rasiert sich Beine auf dem Stuhl. Ja, aber er hat ein Schienbein. Wofür braucht er denn ein Schienbein? Guck mal, also das sind auf jeden Fall Sachen, ich würde sagen, unterlass das lieber, weil es gibt Menschen, die nehmen das auch ein bisschen persönlich und ernst, weil es ist echt respektlos. Aber diese Leute, die auf einmal sagen, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist durch eine hat Windeln getragen, Gott hat Windeln getragen, dass sie den so fertig macht, den Herrn Jesus. Das geht zum Beispiel, ne? Das geht zum Beispiel auch nicht, aber ich meine ja zum Beispiel, wir Muslime glauben ja natürlich nicht daran, dass Jesus Gott ist, weil ein Mensch, Jesus ist ein Mensch gewesen. Kein Gott muss essen, trinken, schlafen, was auch immer. Warum muss dann Allah zum Beispiel schlafen? Wo steht denn das? In den Hadithen, dass er ein Bett hat. Also das sind, glaube ich, Geschichten aus dem Was will verlorenen er denn Garten, mit wie du seinem weißt, ne? Bett, Allah? Ami, Ami, das ist nicht gut. Da sagt der Ami, das ist nicht gut, das steht in euren Schriften drin. Da sagst du zu mir, Ami ist nicht gut? Wo steht denn das? Zeig mir das mal. Hier, ich zeig dir das, guck mal. Der Danke. Allah hat ein Bett. Ein Stuhl und ein Bett, so wie eine Wohnung. Allah hat viele Sachen. Guck mal hier. In Sure 69, Vers 17 wird der Thron von Allah von 8 Engeln getragen. Und selbst der Thron ist am Jauchzen und am Schluchzen und sagt, oh, du bist viel zu schwer. Heftig, ne? Guck mal hier. Ich will, dass du es mir schickst, privat. Ich schick dir überhaupt nichts privat, Mann. Hier. Mohammed sagt, so kam ich zur Tür des Paradieses und sie wurde für mich geöffnet. Und so kam ich zu meinem Herrn, gesegnet und gepriesen sei er, und er saß auf seinem Stuhl oder seinem Bett. Also verneigte ich mich vor ihm. Allah sitzt und liegt auf seinem Stuhl. Guck dir das mal an. Und auf seinem Bett. Okay, wenn du das sagst.
Ja, die Quelle ist der goldene Thron von Al-Dahabi. Das ist eine Riesennummer, der Typ. Der Erzähler ist Anas bin Malik und die Überlieferungskette ist korrekt. Sahih, korrekt. Hadith Nummer 42. Der goldene Thron. Okay. Ja, der Allah hat ein Bett. Siehst du also, wenn Leute also sagen, ey, hör mal zu, das, was die islamischen Schriften da über deinen Gott sagen, meinst du nicht, dass das sehr, sehr komisch und lustig wirkt? Okay. Ihr sagt, dass Allah dieses vollkommene Wesen ist, das Aber, Laser guck mal, erwähnt doch Hadithe von nicht-salafistischen Büchern. Ah, Al-Dahabi ist also ein Salafist, ne? Ja. Warte ganz kurz, lass uns mal ganz kurz gucken, wer Al-Dahabi ist. Da werden wir mal sehen. So. Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Dahabi war ein berühmter muslimischer Gelehrtenbiograf und Geschichtsschreiber. Geboren 5. Oktober 1274 in Damaskus, Syrien. Das beeinflusst von Ibn Taymiyyah al-Khatib al-Baghdadi ibn Ashakir al-Mizzi. Ah, das ist eine hohe Nummer, der Typ. Al-Dahabi ist eine riesen Nummer. Er ist ein riesen, riesen. Er ist doch ein Wahhabit. Was ist der? Ibn Tamir oder wie er heißt. Wann ist denn Mohammed ibn Abdul Wahhab geboren? Das weiß ich nicht genau. Sollen wir mal gucken. Also dieser Gelehrte Ad-Dahabi ist wann geboren? Guck mal hier. 1274. 5. Oktober 1274, okay? Und wann hat Mohammed ibn Abdul Wahhab gelebt? Sag mir das mal. Ja, sag ich jetzt. Der muss ein Zeitreisender sein. Ja, natürlich. Wahhab. Das ist so krass. Geboren 1703. Mhm. Und? Findest du das gut? 500 Jahre. 500 Jahre Unterschied. Also ich sag dir so, guck. Wer wurde von wem beeinflusst? Wer? Ich will nichts Falsches sagen, deswegen enthalte ich mich. Ja, ich weiß, besser sei ruhig. Besser sei ganz still. Echt unglaublich. Adabi! Adabi wa Wahhabite! Habt ihr es gesehen? Unglaublich. Ich hab's zu tun mit Wahnsinn hier. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen Dank. Gott segne euch und eure Familie. Lass mich nicht mein Kamel-Urin-Song auspacken. Ey. Hallo Gott, segne Amir. Hallo mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Gleich kommt wieder Gänsehaut. Gänsehaut. Ey Amir, weißt du, was mir vor kurzem passiert ist? Ich hab's vergessen zu erzählen. Du weißt ja das Bild mit mir und dir. Ja. Es ist mir auf den Kopf gefallen, als ich geschlafen habe. Du sollst mich nicht verherrlichen, hat der Herr gesagt. Du sollst mich auf den Kopf bekommen. Ja. Ah! Da hast du direkt auf Kopf bekommen vom Herrn. So nach dem Motto, hey du, hör auf, hier Götzenbilder zu machen. Hallo, mein Name ist Tobi. Hallo, bin Tobi. Ich bin ein Freund von Stefan. Und ja. Stefan, hast du das mit dem Moslems erzählt? Nein, nein, erzähl das. Ich musste das einfach erzählen. Es gibt halt er hatte damals eine muslimische Ex-Freundin, damals, okay, ist schon über ein Jahr als her. Als ich mich zu Christus bekehrt habe, habe ich sie deswegen auch verlassen. Ja. Und das Ding ist, mir ist halt ganz unabsichtlich, dass mit einem Freund, da sind wir vorbeigegangen und sie war so circa 10 Meter weiter weg von mir. Und ich habe halt unabsichtlich seinen Namen gesagt. Und sie darauf hat halt diese Panik geschoben und hat alle Muslime auf mich gehetzt. Also auf uns beide. Und ich wurde dann so leicht attackiert. Ich meine, es ist nichts passiert und so. Das ist die natürliche Liebe der Muslime. Also die kommen dann in Gruppen und dann zeigen die dir ihre Liebe. Genau, ist eh richtig so. Hä? Also, da musst du immer an das Lied denken. Love is in the air. Wenn ich dir eine reinhau mit der Gang. Love is in the air. Komm her. Das ist die Liebe. Und jetzt ist halt, die haben halt so urviele Lügen über mich und Stefan erzählt, in unserer Schule.
Und das Ding ist, jetzt mögen mich meine Lehrerinnen nicht mehr, meine Lehrer, obwohl ich nicht schuld war. Und das Ding ist, ich habe dann halt mit so gewissen Leuten geredet, teilweise Christen und teilweise Moslem. Und die Christen haben auf die Moslems eingeredet, dass ich halt nicht schuld bin und Stefan schon gar nicht. Und jetzt kämpfen, also jetzt diskutieren die Uhr mit dieser Zeynep, also mit seiner damaligen Ex-Freundin. Und die Lehrer mögen mich zwar noch immer nicht, aber Zeynep hat jetzt so ein Real Talk bekommen von allen Moslems in unserer Schule. Okay. Was soll ich jetzt darauf antworten? Was willst du jetzt von mir hören? Tobi! Weiß nicht, also ich wollte das nur erzählen. Also okay, alles klar, Tobi. Danke dir für die Geschichte. Unser Therapeut ist. Ja, also ich brauche halt Therapie. Dr. Scherer ist für alle da. Ich komme mir vor wie Domian, ne? Gott segne euch, ihr beiden. Ja, macht's gut. Ciao. Ja, Amen. Ciao, ciao. Ja. Gott segne die beiden. Dr. Sheikh Domian. Richtige Love is in the air. Hallo. Hallo, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Amir, ich habe gehört, dass dein Gott eine Windel trug. Stimmt das? Das kann doch nicht. Warum kommst du immer so blöd hier rein? Warum? Aber was wie hast du kannst denn du davon? Jesus als Was hast Gott du davon, wenn nehmen? ich wieder rausschmeiße? Er hat Was an der hast du denn Brust davon? genuckelt von Und Maria. was hast du denn davon, dass du so redest? Hat ihn Kannst du nicht einmal vernünftig in deinem Gehirn da oben sein? Ja, wenn du Jemand vernünftig vernünftig bist, reinzukommen? ich auch Sag dir deine wenn Religion, du dass du sowas machen respektvoll sollst? für unsere Sag Religion dir deine hast, Religion, dass du dann sowas werde ich machen dich auch sollst? respektieren. Solange du hier Scheiße erzählst, Das ist keine Scheiße. Was zum Beispiel ist Scheiße? Was zum Beispiel? Nein, Nenn mir doch mal ein du Beispiel. Lügen. Deine Nenn mir doch mal ein Quellen Beispiel. aus Fake-Seiten. Das stimmt doch gar nicht, was du hier Okay, was für Fake-Seiten? Was denn zum Problem ist, die Beispiel? ganzen Kinder Was und denn zum Jugendlichen, die dir Beispiel? zuhören, glauben dir. Ich habe recherchiert und gesehen, das ist alles Lüge. Okay, was? Nimm mal ein Beispiel. Du hast recherchiert, was? Viele Sachen. Eine Sache nur, ich bin, eine. Das Problem, ich bin gerade nicht zu Hause, ich habe mir alles Du bist eine Lügnerin, bist du. Du hast Nein, ich bin keine recherchiert noch gar Lügnerin. nichts, Mann. Ich mache keine Takia. Du machst die Was? ganze Zeit Takia, Takia, Takia. Ich habe recherchiert. Nehmen wir mal eine Sache. Ja, ich bin jetzt nicht zu Hause. Da müsst du wenigstens eine Sache noch drauf haben, ey. Boah, ist das peinlich, ey. Wahnsinn. Na, eine Sache habe ich doch nur gesagt. Okay, ich lüge. Komm, erzähl mir mal eine Sache. Komm. Das kommt so von zu viel Al-Eklimbitsch. Das ist dann wie diese, wie von Super Mario Klempner, diese Ding. Al-Eklimbitsch, denn, denn. Mit Bruder Luigi. So, was ist denn hier los mit dieser Internetverbindung hier? Bruder Luigi und Mario. Gänsehaut. Gänsehaut, sehr gut. Ich hab Gänsehaut. Gänsehaut. Ja, Gottes Segen, Bruder. Ja, auch mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, Bruder. Von meiner Stimme bekommt man entweder Pipi in den Augen, Heimatweh oder Gänsehaut. Diese drei Dinge sind immer vorhanden, wenn meine Stimme ertönt. Ja, oder zwei rechte Arme. Ja. Memorin für meine ganzen Gangs. Memorin für euch alle. Keiner toppt das, niemand. Nein, eines Tages wird Dings hier Spotify das auf Playlist machen. Ich sage dir, wenn ich auf Spotify bin, mache ich mehr Klicks und mehr Aufrufe als die ganzen Rapper da draußen. Monatliche Zuschauer, Hunderttausende. Seid dir dann gegönnt, auf jeden Fall, Bruder. Muss gönnen, gönnen. Dings, Amir, gestern oder was war das, vorgestern habe ich mit ein paar Typen gesprochen, also die waren Muslime und die wollen sagen, dass in unserer Bibel steht bei den Königen, glaube ich, ich habe das extra sogar aufgeschlagen, ich habe es gesucht, dass da steht, dass wir angeblich Kinder essen. Ich musste lachen. Die haben in ihren Schriften, dass sie erlaubt, also es ist bei ihnen erlaubt, wirklich Abtrünnige aus ihnen Barbecue zu machen. Ne? Also du kannst sie dann kochen und dann direkt dementsprechend essen. Und das haben wir hier zum Beispiel. Guck mal, kann ich dir vorlesen. Imam al-Shafi sagt zum Beispiel in der schafiitischen Rechtsschule,
dass man einen abtrünnigen Kämpfer, guck mal hier, während wir das Essen von totem Fleisch, du weißt schon, ne, wir Fleisch erlaubt haben, ist es nicht erlaubt, es zu kochen oder zu braten, da dies seine Heiligkeit verletzen würde. In anderen Fällen kann er wählen, ob er es roh oder auf andere Weise essen möchte. Er hat das Recht, einen Abtrünnigen zu nackentherapieren und ihn zu essen und einen Krieger, sogar ein Kind oder eine Frau, zu nackentherapieren und ihn zu essen, weil sie nicht unfehlbar sind. Er verbot nur das Nackentherapieren eines Militärjungen und einer Militärfrau, es sei denn, dies sei notwendig, nicht weil es verboten wäre, sondern um der Beute willen. Und er hat das Recht, einen verheirateten Ehebrecher oder und einen Krieger zu nackentherapieren. Und wer das Gebet aufgibt und wer auch immer Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt ist. Das heißt, Millionen von Euro-Muslime, die das Gebet aufgegeben haben, man sollte aus ihnen Barbecue machen. Wahnsinn, ne? Medium Rare oder sowas. Ja, genau, Medium Rare. Also so an ABK kannst du fast ein ganzes Dorf ernähren. Ja, okay. Das war ein bisschen... Da kannst du richtig ein ganzes Dorf ernähren mit ABK. Ja, ich weiß, was du meinst. Wo steht das, damit ich mir das merke? Ja, das findest du in... Moment, ich musste die Quelle aufschlagen. Ich habe das in meiner WhatsApp-Gruppe für alle gepostet, ne, damit sie das direkt parat haben. Ja, ich bin nicht in der WhatsApp-Gruppe. Ja. So, das Buch der Überzeugung bei der Lösung der Worte von Abishuja, Shujaya, Al-Khatib Al-Sherbini, Band 2, Seite 586. Warte. Wie heißt der Typ? Abu was? Der Typ heißt Abu Shuja. Also S-H-U-J-A. S-H-U-J-A. Shuja. Das Buch heißt Der Überzeugung bei der Lösung der Worte von Abu Shuja. Al-Khatib Al-Sharbini steht hier noch. Worte. Also das ist schafiitische Rechtsschule, also die Leute wissen schon Bescheid. Schreib einfach bei der Worte. Schreib bei der Worte. Und welcher Band war das? Was meinst du? Welche? Band 2, Seite 586. Band 2, 586. Ja, okay. Und eine weitere Quelle haben wir hier in Raudat al-Talhibin wa Umdat al-Mufti'in von An-Nawawi, Band 3, Seite 284, und es heißt, es ist einem Muslim, der aus dem Hunger gezwungen wurde, erlaubt den Kämpfer, einen Feind des Islam, und einem Abtrünnigen zu Nackentherapien, um ihn zu essen. Sie können auch einen Ehebrecher oder einen Unzüchtigen Nackentherapien und essen, und einen Muslim, der aufgehört hat, die 5 täglichen Gebete zu beten. Wir haben es zu tun mit einer satanischen Sekte, das ist das. Was sagst du eigentlich dazu, dass jetzt hier Deutschland einige Stadt oder ich glaube ein bestimmter Stadtteil Ramadan-Beleuchtung aufhängt? Ja, das ist eine Schande für diese Stadt. Ich muss mich mal inkognito. Ich will da in Arabisch jetzt schon machen. Ich verstehe das. Ja, in Frankfurt war das doch, oder nicht? Ja, ich glaube schon, in Frankfurt. Und in Düsseldorf gibt es jetzt schon ein Straßenschild auf arabische Schrift. Ja, man muss die Leute ja schon vorbereiten. Aber krass, wie dumm sind die bitte in der Politik, dass sie sowas machen? Ja, die sind nicht dumm, weil sie wissen, dass die Muslime sehr viele sind. Und man will sie auch nicht verärgern. Ne? Man will so versuchen, eine Brücke zu bauen. Aber das ist das falsche Signal. Man muss die Muslime eigentlich aufklären bezüglich ihrer Religion. Und sie warnen, was sie eigentlich für eine Religion angehören, zusätzlich noch in was für eine Religion sie hineingeboren wurden. Versteht ihr? Dies ist immer noch ein christlich geprägtes Land, auch wenn viele Atheisten hier drinnen leben. Aber dieses Land ist eigentlich ein christliches Land. 100%. Und die ganzen Großkirchen müssten eigentlich die Aufgabe haben, die Muslime aufzuklären und sie zu Jesus Christus zu bringen. Das ist das. Ich als Einzelner kann doch nicht die Aufgabe erledigen, die eigentlich die Gesellschaft machen müsste. Verstehst du? Ich stehe also alleine dagegen eine Gruppierung, die sehr, sehr brutal ist. Ja, und alleine so ist es natürlich schwierig, aber der Herr ist mit mir. Ne? Da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe schon sehr viele Menschen erreicht. Was glaubst du, werden die das eines Tages in der Politik schaffen, die Mächtigen? Nein, der Islam ist einfach nur hier, um bald etwas zu machen, was natürlich sehr, sehr brutal ist. Das habe ich sehr oft erwähnt. Denn kein Land der Welt, das aufgeklärt ist, würde einfach eine Religion
in ihr Land lassen, wo sie ganz genau wissen, diese Religionsgemeinschaft hat das Ziel, die Politik zu verändern und die Gesetze des Landes zu verändern, um die Gesetze des Islams zu etablieren. Verstehst du? Die sind ja alle aufgeklärt. Alle. Also hat der Islam hier eine Art Platz bekommen, um bald Dinge zu machen, beziehungsweise die Anhänger des Islams bald etwas tun, was natürlich sehr, sehr brutal und die Politik dazu dann an so die Befehl, also diese, die, wie nennt man das, die Befähigung oder die Berechtigung gibt, Gesetze zu erlassen, die unsere Freiheiten aufs Übelste einschränken. Ne? Also, aber meinst du nicht, dass sie sich dann auch der Elite unterordnen müssen? Ich meine, die im Hintergrund sind? Ja, natürlich, klar, sie müssen. Es gibt kein Drumherum. Die Muslime denken, dass sie hier nach Deutschland gekommen sind, um das Land zu islamisieren. Nein, nein, da haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das ist 100% der Rechnung. Der Islam ist eigentlich nur dazu da, um gewisse Sachen durchzusetzen an Gesetzen. Und das wird dann auch irgendwann demnächst auch geschehen. Denn die einzige gewaltbereite Religion und Religionsgemeinschaft wissen wir. Ja. Bruder, kannst du mir bitte, ich habe gestern oder war das, ja, das war gestern, Jeremia 21, 23 gelesen. Und da steht doch, dass Gott, also der Herr, gesagt hat, dass er diese Propheten nicht gesandt hat und die haben dennoch weisgesagt und die hatten einen Traum und alles Mögliche. Kannst du mir bitte erklären, meinte er vielleicht Mohammed damit? Nein, Mohammed hat niemals ja, was heißt ein Traum? Ja, Mohammed hat geträumt, dass der Aisha von einem Engel in so zu ihm gebracht wurde. Ja, ein kleines Kind, dass er ein kleines Kind heiratet. Hat gesagt, hier, deine Frau Mohammed, heirate sie. Okay. Wenn das auf Mohammed bezogen ist, dann akzeptiere ich das. Dann ist er auch aber ein falscher Prophet, der falsch geweissagt hat. Ist ja sowieso. Ja, also, siehst du, in allen Fällen ist er kein Prophet. Egal, wie du es drehst und wendest. Also könnte man das eigentlich dann auf Mohammed sozusagen beziehen? Nein. Da geht es um was ganz anderes. Da muss man sich hinsetzen. Du kannst auf Biblehub.com. Kennst du die Internetseite? Nein. Ja, da gibt es eine Internetseite, die heißt Biblehub.com. Aha. Da hast du zum Beispiel eine Wort-für-Wort-Studie und da hast du auch den Kommentar dazu, was der Vers aussagt und bedeutet. Kannst du in Ruhe machen. Kannst du dich mal damit auseinandersetzen. Biblehub. Biblehub.com. Okay, Biblehub.com. Ja. Okay, hast du noch eine Frage, dass ich hast du den Urtext auf Griechisch beziehungsweise auch auf Hebräisch und dann kannst du eine Wort-für-Wort-Studie unternehmen und da wird dir auch erklärt, was dieses Wort und jedes Wort bedeutet, was es noch bedeuten könnte und auch ein Kommentar dazu, ne, von Gelehrten, die da noch etwas erklären. Gut. Danke dir, Bruder, ja. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Ich auch, mein Bruder. Wir hören uns. Ciao. Die Lara, wie oft willst du noch Tausimelek schreiben? Wie oft noch? Wir haben es doch schon begriffen, okay? Muss nicht 80 Milliarden Mal jetzt Tausimelek schreiben. Wir haben es doch begriffen, dass du hier sie denn bist. Hallo, Sie sind live bei Dr. Sheikh Abu Amir. Sie haben es geschafft, live in die Show zu kommen. Hallo, Sie haben 100.000 Nicht-Euro gewonnen. Hallo. Hallo. Come talk with me. Hallo. Come and talk with me, with Dr. Sheikh Abu Amir, today. Gänsehaut! Na dann nicht, komm jetzt, Johnny, komm. Ich hab keine Zeit für sowas. Keine Zeit für Johnny. Hautgänse! Ja. Benörscht.
Am FIFA. Am FIFA. Hallo. Meine Herren, das ist ja nicht normal. Zuckermelone. Hab ich dich wahnsinnig gemacht mit dem Song, ne? Aber diesen Song, ich höre diesen jeden Tag. Die dachten letztes Mal, ich mache mich lustig. Nein, ich meinte diesen Song, dass die Leute dieses komische hier Dings erfunden haben, diesen Song. Indian Street Food. Ich habe so eine Katze auf Instagram gesehen und sie haben diese Katze so verkleidet, als wäre sie aus Arabien, so ein Muslim, weißt du? Und dann haben sie diese Musik gemacht und so lustig. Da muss ich an dich denken. Ja, ich glaube es mir so. Ey, ich sag dir, es gibt sogar Leute, die würden sogar dieser Katze Fragen stellen. Miau, miau. Miau, 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 miau. Es gibt auch eine Muslima, sie ist eigentlich kein... Sie war ihr lacht alle. Mohammed hat einem Esel, seinem Esel ja vorhin, hat der SX-Fragen gestellt. Jetzt lacht noch mal. So abwegig ist das gar nicht, dass man eine Katze nach irgendwas fragt, weil Mohammed mit einem Esel geredet hat. Jafar hieß der Esel von Mohammed. Heftig. Der Esel, wenn er einen Mund hätte, würde er zu dir kommen und würde sagen, Amir, bitte hilf mir da raus. Ja, die Leute, die denken, ich mach Spaß. Er hat wirklich einen Esel nach SX gefragt. Guck mal hier. Jafar, jeder kennt den Namen des Esels von Mohammed. Der hieß Jafar. Jafar. Warte. Du hast irgendwie, man hört das doppelt, glaube ich. Warte mal. Dann mach dich mal auf stumm, ganz kurz. Ich muss das für euch raussuchen, meine wundervollen Hetzis. Meine Hetzis. Amir. Ja. Kennst du Tesla? Wer ist der Tesla Lan, Tesla Han, irgend sowas? Nee, kenne ich nicht. Ich habe noch nie was mit dem zu tun gehabt. Es wäre wirklich mein Traum, dass er einfach zu dir kommt und dass ihr euch beide unterhaltet. Okay, Amir, das war's. Ich wollte dir nur diesen schönen Song teilen. Ja, danke. Schönen Tag noch. Ja, auch, mein Lieber. Ciao. Ciao, tschüss. Ich will euch das mal kurz zeigen, ihr Lieben. Wartet mal ganz kurz. Dr. Scherer, aber mir ist sehr besorgt. Ich muss immer alles finden. Weil wir dürfen ja nicht einfach so etwas sagen und in den Raum werfen und das nicht beweisen. Das geht ja nicht. Ich wollte ein Ohrwurm von dem blöden Song. Sowas muss ich nächstes Mal direkt markieren, ne? Damit ich das direkt parat habe. Ich bin hier, keine Sorge. Ich muss nur was finden.
Ich hasse das, wenn ich etwas sage, aber nicht sofort zeigen kann. Hallo. Wir stellen Anfrage und sind einfach irgendwo. Ja. Hallo Amir, Gottes Segen. Hallo, Gottes Segen. Amir, ich habe da eine Frage. Wie ist das? Weil ich höre dir ja schon die ganze Zeit jetzt zu. Es geht mir um eines wegen dem Mohammed, die Spiritualität. Wie ist da bei diesem Allah da? Wie meinst du das? Ich habe nicht verstanden. Bei mir geht es nämlich um das, weil ich habe viele schon kennengelernt, die einen ausländischen Mann geheiratet haben, deutsche Mädchen, und die sind dann alle islamisiert worden. Ja, die meisten Frauen, die zum Islam konvertieren, machen es eigentlich nur für den Mann. Ja, aber es gibt welche, die haben den Glauben irgendwie von dem so vertieft, dass, wie soll ich sagen, das läuft alles über Geist angeblich. Ich habe da schon einiges mitbekommen. Es ist und dann sagen aber die Mädchen, es ist freiwillig, dass die das gemacht haben. Wer hat das freiwillig gemacht? Wer hat was gemacht? Dass sie freiwillig zu dem Islamglauben übergegangen sind. Es gibt natürlich einige Frauen, die das freiwillig getan haben, klar. Aber die meisten machen es eigentlich nur für ihre Männer, ne, damit sie den Männern gefallen. Ja, weil ich habe nämlich noch eine Verwandte, die ist mit einem Syrer zusammen, und was ich da mitbekommen habe, der hat das Stück für Stück bei ihr so gemacht, bis sie zum Glauben übergegangen ist auf dem Islam. Und die ist total, also weg. Die war ein christlicher Mensch, die hat an Jesus geglaubt, aber sie sagt, sie ist dann freiwillig rübergegangen. Aber ich habe das gemerkt, weil ich habe dann bei denen auch, ich habe Kontakt mit denen gehabt, und irgendwie war das so komisch. Ich habe dann plötzlich angefangen, mit Kopftücher zu suchen, irgendwo im Internet und so. Es ist mir alles so komisch vorgekommen, und seitdem, dass ich aber keinen Kontakt mehr zu diesen Leuten habe, auch zu meiner Nichte, seitdem ist es wieder so, dass ich normal bin, da wo ich hingehöre, zum christlichen, also zu Jesus. Schade um jede Frau, die sich für den Islam entscheidet, denn wenn eine Frau sich für den Islam entscheidet, ist es so, oder beziehungsweise bekennt, dann ist es so, als würde sich ein Hühnchen zu KFC bekennen. Kennst du das? Ja. Hähnchen haben ja auch nichts mit KFC eigentlich am Hut. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das, aber ich habe da mal so was mitbekommen, das läuft ja alles in der Nacht, so über Geist sozusagen. Das sind, weiß nicht, ob du das kennst, die werden Narzissten genannt. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber es gibt viele, die sagen, Narzissten können das. Was manipulieren oder was? Die manipulieren die Leute so lange, bis sie dann die so haben, wie sie das wollen. Ja, natürlich, wenn der muslimische Mann auf die Frau einredet und ihr sagt, wir werden eine wundervolle Familie gründen, aber du musst zum Islam konvertieren, das wird alles so schön, klar lässt die Frau sich drauf ein. Sie sagt dann, ja, okay, für ihn mache ich das dann. Aber es ist gar nicht bewusst, was sie da eigentlich macht. Verstehst du? Ja, genau, um das geht's mir. Weil ich habe das nämlich mitbekommen. Das ist so ein schleichendes, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, das ist ein schleichendes Gift. Das dauert eine Zeit lang, und du denkst aber dann, oh, jetzt plötzlich, ich muss das anders machen. Das ist nicht, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich so richtig an. Aber im Endeffekt, seitdem, dass ich eben, wie gesagt, den Kontakt nicht mehr habe, weiß ich, wo ich wirklich hingehöre. Ich verstehe dich momentan nicht. Ich sage auch gerade gar nicht, suche etwas gerade, mein Lieber. Aha. Hörst du mich denn? Bitte? Hörst du mich denn? Ja, jetzt höre ich dich. Ja, wiederhol das bitte nochmal.
Ja, aber wie soll ich sagen, weil die machen das so lange. Ich habe da eine Zeit lang einen Kontakt gehabt und bei mir war das plötzlich auch so. Der hat so lang gebetet oder was weiß ich, was die da machen. Auf alle Fälle ist er ja Muslim und dann haben wir auch mal, weil ich bin ja auch die gleiche so wie du, ich preise Jesus, ich lobe Jesus und dann hat der angefangen plötzlich, ja, das steht auch so im Koran drin und bla 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 und pipapo und plötzlich ist das bei mir so gekommen, dass ich dann irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich alles plötzlich so unwirklich angefühlt, aber nur solange ich den Kontakt mit diesen Leuten hatte. Jetzt, dass ich keinen Kontakt mehr habe, jetzt ist es alles wieder gut, jetzt fühle ich mich super. Ja, siehst du, da hast du dich von denen losgelöst und da hat der Herr Jesus Christus dich befreit, so wie er sagt, ihr werdet frei sein und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ganz genau, einfach. Genau. Okay, aber jetzt geht's mir um eines, weil es ist schließlich meine Nichte und die ist ja nicht freiwillig rübergegangen. Kannst du mal deine Nichte hier hinholen? Geht das? Kannst du mal deine Nichte irgendwann mal hier reinholen? Bitte? Kannst du mal deine Nichte irgendwann mal hier reinholen? Oh, das wird schlecht sein, weil die wird von ihm so manipuliert. Ich habe ja, wie gesagt, zu dem keinen Kontakt mehr. Das ist ja das Dumme. Ich wollte ihr helfen, aber er hat die Wahrheit erkannt. Es geht um das, je mehr Wahrheit ich gesagt habe. Sie wollte eigentlich ursprünglich hier in der Nähe von ihrer Mutter wohnen und er hat das alles so gemacht, dass sie jetzt da dort in der DDR, in der ehemaligen DDR sozusagen, die wohnt in Salzgitter und seitdem, wie gesagt, es ist jetzt ein Jahr her, wo wir keinen Kontakt mehr haben. Und diese Frau hat früher so geweint. Warum? Weil er ließ das alles zusätzlich über seine Mutter mitlaufen, weil seine Mutter ja auch so eine Gebetsmama ist. Ja, mir tut das alles so sehr weh, weil sie ist schließlich meine Nichte und sie hat mir das alles erklärt, wie sie darüber gekommen ist, also beziehungsweise wie das alles zustande gekommen ist, dass sie da plötzlich freiwillig dann zur Muslimin wurde und so. Und ich habe das alles jetzt erst realisiert und habe das gecheckt. Es hat lange gedauert. Nur jetzt ist es halt so, ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann, weil ich bin geblockt worden in sämtlichen Kanälen. Ich kann nichts mehr, ich komme an diese Frau nicht mehr ran. Und es tut mir aber weh, ich will ihr helfen, um zu sagen, dass dies, was sie da macht, beziehungsweise was er gemacht hat, dass das alles falsch ist. Ja, okay, ich danke dir, meine Liebe. Okay, danke dir auch. Ciao. Ja, was sollen wir da machen? Das ist das Problem. Sie hat sich manipulieren lassen von diesem Mann, der ja nichts im Sinne hatte, als diese Frau zum Islam zu bringen. Und jetzt hat er die so weit gebracht, hat die schön Gehirn gewaschen und jetzt kommt sie da auch ohne ihren Kopf quasi nicht mehr raus. Ne? Das ist das Problem. Ne? Unglaublich. Und jetzt gebärt sie für ihn muslimische Kinder. Ja, wundervoll. Weil ihr wisst ja, ne, im Islam ist es ja so, dass wenn der Mann mit der ungläubigen Frau Kinder hat, so sind die Kinder nicht Ungläubige, sondern Muslime. Weil der Vater Muslim ist. Guck mal hier, der Prophet stellt seinem Esel SEX Fragen. Ich hab's gefunden. Nachdem Allah seinen Propheten Mohammed Khaybar eröffnete, waren sein Anteil an der Kriegsbeute 4 Schafe, 4 Ziegen, 10 Töpfe voll Gold und Silber und ein dunkler ausgezehrter Esel. Der Prophet wandte sich dem Esel zu und sprach zu ihm: Wie lautet dein Name? Der Esel antwortete ihm: Yazid ibn Shihab. Allah brachte aus meinem Vorfahren 60 Esel hervor, auf dem einzig und allein Propheten Allahs ritten, darunter auch Prophet Isa, von dem Nachfahren meines Großvaters. Bin ich der Einzige, der noch lebt, und kein Prophet ist mehr auf Erden außer dir. Und ich erwarte, dass du mich reitest. Und vor dir gehört ich einem Juden, den ich oft stürzen ließ und zu Fall brachte, weshalb er mir in den Magen trat und mich auf den Rücken schlug. Der Prophet sprach zu ihm: Ich werde dich Jafur nennen, siehst du? Ich werde dich Jafur nennen. O Jafur,
Daraufhin sprach Jafor, der Esel spricht zu Mohammed jetzt, ich gehorche. Dann fragte der Prophet, begehrst du Weibchen? Der Esel antwortete, nein, Weibchen gefallen mir nicht. Von da an ritt der Prophet immer auf dem Esel, wenn er seine Arbeit verrichtete und wenn der Prophet von ihm abstieg, so sandte er den Esel zum Haus desjenigen, den er gerade sehen wollte. Und Jafor würde mit seinem Kopf an die Haustür klopfen, wann immer der Eigentümer des Hauses im Anschluss die Haustür öffnete. So würde ihm der Esel verdeutlichen, dass Mohammed ihn sehen will. Als der Prophet starb, begab sich der Esel zu einem Brunnen, der Abu al-Haytham ibn al-Tayhan gehörte. Aus Trauer über das Dahinscheiden des Propheten stürzte sich der Esel in den Brunnen und machte ihn so zu einem Grab. Wo finden wir das? Ibn Kathir al-Bidaya wa al-Nihaya, Band 9, Seite 49. Ist das zu fassen? Seht ihr? Dr. Sheikh Abu Amir prüft seine Sachen. Prüft! Jafor hieß der Esel von Mohammed und er hat ihm diese hier Fragen gestellt. Stehst du auf Weibchen? Nein, Mohammed, ich stehe nicht auf Weibchen. Meine Frage an die Muslime. Hat der Mohammed sich vorgestellt, mit seinem Esel zu reden? Oder hat er wirklich mit seinem Esel geredet? Stand er vielleicht unter schwarzer Magie? Oder hat er das wirklich getan? Diese Frage müsst ihr euch immer gefallen lassen. Bei allen Hadithen. Ihr seid am Ende. Ihr seid am Ende. Ihr seid am Ende. Ihr seid am Ende. Ich schreibe Bände mit meinen Händen. Hallo? Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. So, und ich auch. Probieren wir es ja nochmal. Um was geht's hier heute? Ja, am besten du musst den Kamelurin-Song singen, dann hast du bessere Leitung. Dann ist die Leitung gespürt. Die ist doch gut, meine Leitung. Da ist die Leitung direkt durchspült worden. Da kommt bessere Leitung raus. Da hast du besseren Empfang. Wir trinken das so gerne. Ich bin ein Muslim. So, jetzt ist es besser. Das ist gut. Perfekt. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine krasse Story, wo du da gerade erzählt hast, muss ich wirklich sagen. Hast du da noch mehr solche Quellen, also solche Geschichten? Ja, natürlich. Ich kann mit allem dienen, was ihr braucht. Von allem etwas. Hast du noch so eine witzige Geschichte? Ich fand das gerade wirklich sehr unterhaltsam. Ich schicke dir mal eine wunderschöne Geschichte. Pass mal auf. Zahi al-Mushrik ibn Kafir. Was ein Name. Wodurch ein Kind sein Geschlecht erhält. Pass auf. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich heulen soll. Nee, besser was anderes. Warte mal. Kamel, ein kleiner Muslim steht auf Kamel. Damit ich denken kann. Oh, Kamel, damit ich denken kann. Wird wissenschaftlich bewiesen, dass es sehr gesund ist. Kamelurin. Na 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 na. Das scheint schon sehr, sehr gut zu sein. Ihr Hintern würde 144 Armlängen groß sein. Der Mann, der im Himmel lebt, würde 90 Meilen groß sein. Und die Frau, die im Himmel lebt, wäre 30 Meilen groß. Ihr Hintern würde 144 Armlängen breit. Wow. Ihr wisst schon, das Kommen eines Mannes würde 70 Jahre lang wären. Tahrij
Ahadith Ulum al-Din, Band 6, Seite 2778. Oh! 70 Jahre macht der Muslim. Oh! Wahnsinn, ne? TikTok-Sport. Ja. Ein niemals schwächelnder PNIS und unstillbares Verlangen. Auch, 70 Jahre. Ja. Boah. Abu Umama, er sagte, dass er hörte, wie der Gesandte Allahs gefragt wurde, gibt es SEX im Himmel? Er antwortete, dort punktpunktet man mit einem PNIS, der niemals des Punktpunktens müde wird, schwächelt. Und mit einem endlosen Verlangen und man punktpunktet, oh, indem man seinen PNIS hart und härter in etwas zieht. Rahim, Band 1, Seite 253. Stell mal vor, der Pierre Vogel, dem müsstest du das jetzt zeigen. Und dann liest er auf einmal mit seinen eigenen Augen, dass so ein... Ja, und weißt du, so überzeugend, so voll mit Gefühl liest er das so vor. So wie, ja, in jedem Video. Ja, ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gottes Segen, Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, man punktet noch härter und härter in etwas. Ja, sehr schön. Was geht ab? Ja, nicht viel. Gott segne dich und deine Familie. Was geht bei dir? Ja, ich bin mal chillen. Ich komme gerade auf dem Studio. Ich habe dann ein bisschen was gelesen. Ich schreibe einer, das stimmt alles nicht, alles Lüge. Für die Leute, die das nicht glauben, können es 100.com und dann könnt ihr einfach diese Hadithe alle eingeben und selber lesen. Sehr gut. Willst du einen Lachkick-Hadith haben? Ein Lachkick-Hadith ist immer gut. Ja. Sahih al-Bukhari? Ja. 278. 278, ist das der Hadith, wo er da am Kacken war? Nein. Das ist der Hadith, wo Mose gegen einen Stein 1 gegen 1 macht. Ach so, und der Stein die Klamotten von Moses klaut, oder was? Ja. Ja, heftig. Das Krasse ist, Moses, der Moses aus dem Islam, der verprügelt den Todesengel. Guck mal hier, das habe ich auch für euch alle reingepostet. Das ist heftig. Mohammed lässt sogar kleine Kinder auf Trommeln für ihn spielen. Ist das zu fassen? Ja. Allah hat sogar 5 Finger. Allah steckt seinen Fuß in die Hölle. Allah lacht wie ein Mensch. Ja, hier, der Prophet schaut zu, wie Mädchen auf einer Trommel spielen. Sahih Bukhari, Band 4, Buch 56, Hadith 730. Band 4, Buch 56, Hadith 730. 268, auch Sahih Bukhari, ist auch mega lustig. Das ist ein bisschen eklig, aber auch lustig. Ich bin auch direkt raus, Bruder. Gott segne dich und deine Familie und alle, die hier zuhören, auch die Muslime. Gott segne euch. Hoffentlich kommt ihr irgendwann zur Wahrheit, denn Jesus Christus ist die Wahrheit. Aber das werdet ihr spätestens dann sehen, wenn ihr vor ihm steht. Ja, der Jesus Christus bleibt die einzige Wahrheit. Die Muslime haben auch, ja, die Muslime haben Anhaltspunkte in ihrem Buch drinne, das ihnen sagt oder zeigt, dass der Herr Jesus Christus mehr ist als nur ein gewöhnlicher Mensch. Der hat die Fähigkeiten, die nur Allah sich zuschreibt. So, und alles, was Allah macht, macht auch gleicherweise der Herr Jesus. Das ist ja das Krasse. Und dann sagt Allah, ist denn derjenige, der erschafft, gleichzusetzen mit dem, der nicht erschafft? Jesus Christus ist nur am Erschaffen. Er macht aus Lehm, haucht er ein, so wie Allah einhaucht in Adam, aus Lehm einen Menschen formt und einhaucht, so macht der Jesus Christus das ja genauso. Schöpfergott. Ja. Anstatt die Muslime mal nachdenken und sagen, ey, ich glaube, der Islam oder beziehungsweise der Koran gibt uns Anhaltspunkte, dass wir erkennen, dass Jesus Christus weitaus mehr ist als nur ein gewöhnlicher Mensch. Unglaublich. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Echt. Die Muslime machen sich überhaupt gar keine Gedanken mehr um ihre Ewigkeit. Also viele von ihnen. Die sind zufrieden in ihrer Religion und verstehen gar nichts mehr. Ja. Möge der Jesus Christus ihnen die Augen öffnen. Amen.
Ja, aber ist schon heftig, ne? Diese ganzen SEX-Praktiken und wie heißt das? Kognitologie. Diese ganzen SEX-Praktiken und so, ne? Was für eine Religion das auf einmal ist, ne? Wenn man sich sowas durchliest und anhört. Stein anbeten, Stein umrunden, Stein küssen. So, was der Mohammed da so für Praktiken den Muslimen mitgegeben hat, ne? Anstatt die sich Gedanken machen und sagen, ey, das ist Götzendienst, was wir machen. Das bringt uns schnurstricks in die Hölle. Amias wird dort der Tempel wird aufgebaut. Aha. Ja, heftig. Alles läuft auf Hochtouren. Sura 78, Vers 31 bis 33, genau. Ich wollte es hier. Dann kannst du uns das erklären mit der Nähe Mekka Teufel sein. Wie meinst du das? Der Mohammed hat einfach die Leute veräppelt. Er hat gesagt, wenn ihr den Satan da steinigt, dass ihr ihn quasi in seine Schranken weist. Na, aber der Satan, der lacht sich über diese Leute tot. Unglaublich. Das ist echt traurig. Ist das traurig? Traurig. Wo die Steine werfen. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Dieses, wenn sie da die Kaaba umrunden, dann laufen sie halt da vorne etwas Stückchen weiter und werfen Steine an die Mauer, um den gesteinigten Satan quasi zu steinigen. So verrückt. Da gibt es ja Videos wie Muslime mit Krückstock so komische Bewegungen machen, wie so unglaublich. Unglaublich. Warum weinen einige Frauen, die dort ankommen? Manche behaupten, sie würden die Kaaba nicht sehen. Ach, ist alles Schauspiel, alles Blödsinn. Alles Quatsch. Alles Quatschi-Quatsch. Wir brauchen Gender-Song. Ja, der kommt gleich. Amipa, was hältst du von? Du von das Auge Nasal. Was soll ich denn davon halten? Das ist antichristlich, repräsentiert den Antichristen. Und die Muslime haben ja sowas in ihrer Religion. Einander beten, das ist nämlich wichtiger. Herr Jesus Christus, mein Herr, mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass ich jetzt die Gunst der Stunde nutzen kann, Herr, um dich anzubeten, zu loben, zu preisen und zu ehren, Herr. Und dir Danke zu sagen, Herr, für alles, was du in unserem Leben tust, Herr Jesus Christus, dass wir weiterhin atmen dürfen, dass wir was zu essen haben, dass wir ein Dach über den Kopf haben, Herr Jesus Christus. Einfach die einfachsten Dinge, für die manche Menschen überhaupt ja, nichts mehr haben. Das ist schon Luxus genug, Herr Jesus Christus. Dankeschön für diesen Luxus, den wir genießen dürfen, Herr. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen hier drin segnest, Herr, dass du die Probleme derjenigen löst, die gerade überschüttet sind von Problemen und Sorgen und Ängsten, Herr. Dass du sie segnest, behütest und beschützt, Herr. Dass du ihnen auch das ewige Leben gewährst in dir. Dass sie wahrhaftig von Neuem geboren sind, Herr, und auf dem Weg zum ewigen Leben sind. Herr, halte du deine schützende Hand über uns und lass uns niemals über Steine stolpern, Herr. Denn du bist unser Gott. Mit dir können wir über Steine, Mauern und alles springen, Herr Jesus Christus. Danke für deine Güte, Liebe und Gnade, Herr, die du uns tagtäglich erweist, Herr. Herr, wir beten auch für unsere Geschwister, die gerade in den islamischen Ländern verfolgt werden, Herr. Und dieses Leid durchmachen, Herr, um deines Namens willen. Aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns einen Trost geschenkt hast. Denn aus deinem Munde kamen nie Lügen, Herr. Und sie dürfen sich freuen, Jesus, über dein Wort, das du gesprochen hast. Denn du wirst ihnen hundertfältig zurückgeben, Jesus Christus. Und ihnen etwas bescheren, was wir mit Worten nicht beschreiben können, Herr. Lasse auch uns daran teilhaben, Herr. An deiner Herrlichkeit und eines Tages, ja, dich sehen, Herr, so wie du bist.
und in deiner Herrlichkeit eingehen. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 So, ihr Lieben, ich gehe mal ein paar Sachen erledigen. Ich guck mal, ob ich gleich nochmal live komme, ja? Dann sehen wir uns gleich alle wieder. Ja, seid gestärkt, fühlt euch gedrückt. Bleibt in der Liebe. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest und lasst, wenn ihr zum Islam gehört, lasst los von dieser Religion. Diese Religion bringt nur Ärger, hat nur Leid mit sich gebracht, hat nichts Positives an sich, nichts. Sobald ein Muslim sich extremst mit seinen Schriften auseinandersetzt, dann wird der schlimm und schlimmer. Unglaublich. So, ich musste gerade kurz etwas machen. Ja, aber das klingt sehr, sehr heftig, ne? Wenn man diese ganzen Sachen herausgefunden hat, wie oft ich das erwähnt habe, ne? Dass, wenn man sowas herausfindet, sich, dass sowas im Islam befindet, die Gelehrten das als authentisch eingestuft wurden, ja, wer kann denn mit sowas umgehen? Wie soll ich denn so etwas verteidigen überhaupt? Das ist doch Quatsch. Man geht also so weit, dass man versucht, etwas Lächerliches, eine Lüge, versuchen zu verteidigen. Wenn etwas lächerlich, Lüge und einfach nicht mehr normal ist, dann sollte man es sein lassen. Und anfangen, wieder normal in der Birne zu werden. Was ist das? Einfach mal normal, einfach mal rational denken. Gott ist kein Zuhälter, der im Himmel sitzt und mit seinen 72 Jungfrauen da auf uns am Warten ist und eine davon heftigerer wie die andere ist und da eine Hip-Hop-Hoodie-Bunny-Party ist. Versteht ihr? Versteht ihr? Das ist ja das Krasse. Da ist ja mein Kamel-Urin-Song mit... hier von Carpaccio 207. Ja. von Carpaccio 208. Viel heftiger als das. Und wenn ich trink, dann trinke ich einen dicken Schluck von meinem Kamelurin. Kamelurin. Das ist doch besser als diese islamischen Schriften. Da hat man ja wenigstens noch was davon. Ne? das ist genauso. Was ist besser, mein Kamelurin-Song von Carpaccio 207 oder Sure 78, Vers 33, schwellende Busen im Himmelreich? Was ist besser? Was? Carpaccio 207, Dr. Sheikh Carpaccio 207. ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll dazu, ey. Einfach Hugh Hefner. Das ist unfassbar. Unglaublich, ey. Erdogan Aleikum Amir, wie geht's dir denn heute so? Ja, mir geht's gut, und dir? Auch gut. Möge Erdogan zu Panama Ta'ala dich segnen, Mensch. Ja, dich auch, mein Lieber, ne? Ha, ich wollte live segnen mit dem erdoganitischen Azan. Würdest du ihn gerne hören? Ja, mach mal einmal. Erdogan Akbar, Erdogan Akbar. Erdogan Akbar, Erdogan. Okay, danke dir. Danke, dass du dabei warst. Dankeschön. Ja, ich hoffe natürlich, dass sie sich Gedanken machen um ihre Ewigkeit. Ne? Dass das keine normale, vernünftige, rational denkende Religion mehr ist. Ne? Die nimmt dir alle möglichen Gedanken, also frei dich zu entfalten an Gedanken. Ne? Also du wirst komplett von Kamelurin überschüttet, sodass deine Gehirnzellen ja fast gar nicht mehr am Arbeiten sind. Danke, Patrick. Das ist krass, einfach nur krass. Euer Dr. Sheikh Abomey hat langsam Hunger bekommen. Langsam aber sicher hat er Hunger bekommen. Hallo, Kreuzberg. Kreuzberg. Wo ist Kreuzberg hingegangen? Ihr denkt, ihr seid lustig. Ja. Makmazir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Ja, was für Gott segne, welcher Gott denn? Ja, mein stimmt nicht, Allah, das fliegende Bein. Ja, hör mal, also Jesus war ein Mensch. Also wenn du Jesus als Gott machst, bist du ein Götzendiener.
Aber der Jesus ist doch aus dem Koran Gott. Moment, Jesus hat niemals gesagt, ich bin Gott. Das wurde in den Mund gelegt. Und wenn du dich ein bisschen mit der Geschichte oder mit Kirchengeschichte auskennen würdest... Er sagt ganz genau, dass er Gott ist. Lass mal kurz so bitte. Jesus hat selber nie gesagt, dass er Gott ist. Das wurde im 4. Jahrhundert auf dem ersten Nizianischen Konzil wurde das festgelegt von unter anderem von Konstantin, weil er das haben wollte. Wenn du keine Ahnung von Geschichte hast, komm nicht hin und blamier dich, okay? Ich habe Geschichte studiert. Was soll ich dazu sagen? Ich habe Geschichte studiert und ich weiß, wenn mich ein geschichtliches Thema interessiert, wie ich da dran komme an der Zeit. Dann mich mal ausreden lassen. Dann ist alles gut. Alles wird gut. Ja, aber das ist ja auch keine Ausreden, weil sagst du hast mich was erst unterbrochen. Das war der erste Punkt. Jetzt möchte ich mal, du bist einfach unerzogen. Du projizierst das, deine innere verfluchte Welt auf mich, Alter, in dem Moment. Ja, kannst du nicht machen. Das jetzt raus. Geisteskrankheit. Unglaublich. Unfassbar. Ja, das ist das. Er denkt so, dass Kaiser Konstantin das irgendwie festgelegt hat. Nein. Da kam einer, der hieß Arius, der mit seinen Irrlehren da um die Ecke kam und er damals die Macht hatte, der Kaiser Konstantin, und die Leute dann zusammengerufen hat, damit die sich nicht so auffressen gegenseitig. So, da haben sich die einen zusammengerufen oder hatte die andere Partei zusammengerufen und hatte die debattieren lassen. Und da haben wir ein Konzil zu Nicea, haben dann die ganzen Leute zusammen debattiert und festgestellt, dass der Gott ein dreieiniger Gott ist und dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist, der Mensch wurde. Ende aus. Dass Jesus Christus Gott ist, ein Teil der göttlichen Trinität, und dass er Mensch wurde, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Ganz einfach. Konstantin hatte überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Er hat einfach nur die Leute, die dort in seinem Reich gelebt haben, zusammengerufen, damit sie debattieren. Und beim Konzil zu Nicea ist es dann festgelegt worden, dass die Christen untereinander debattiert haben und herausgefunden haben, dass diese Irrlehre, die der Arius da mit sich bringt, diese arianische Sekte, nichts mit der Bibel zu tun hat. Ne? Das ist das. Der Gott ist ein dreieiniger Gott und das ist Fakt. Die Bibel bezeugt das eindrucksvoll. Das ist das. Und zu der zweiten Sache, dass Jesus Christus nicht gesagt hätte, dass er Gott ist. Ja, wie erklärst du denn dann Johannes 8, 58, 8, 24, Offenbarung 1, 18, Apostelgeschichte 2, 20, 28, Johannes 20, 28 und... Was laberst du? Das ist der echte Olle. Gewesen wäre, hätte man ihn ein wenig da belehren können, aber er lässt es ja nicht zu. Dann haben wir noch Offenbarung 21,7, wo der Herr Jesus Christus sagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne sein. Ich werde ihnen aus der Quelle des Lebens geben, Wasser des Lebens. Hallo. Hallo, mein Lieber. Geht's? Handel Jesus, mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ja, das freut mich. Hast du schon mal Gedanken um deine Ewigkeit gemacht, wo du die verbringen wirst nach deinem Tod? Im Paradies. Ehrlich, im Paradies? Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ja, machst du nicht Gedanken, dass du eines Tages in den Tod gehst? Was passiert dann mit dir? Ist mir egal, was mir dann passiert. Ja, was, wenn etwas Bösartiges auf dich zukommt und du jetzt von mir gewarnt wirst und dass ich dir sagen kann, dass jemand da ist, der dich retten will vor dem, was auf dich zukommt? Da gibt es jemanden, der dich so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für dich dahingegeben hat. So sehr liebt er dich, um dich zu retten, was nach dem Tod auf dich zukommt, wenn du ohne ihn in den Tod gehst. Kennst du eine Person der Menschheitsgeschichte, die am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht? Jesus. Sehr gut. Jesus Christus hat unter Schmerzen deine, meine und die Sünden der gesamten Menschheit auf sich genommen. Er bietet jedem Menschen das Geschenk der Gnade an. Jeder Mensch darf aus Gnade heraus leben und errettet werden. Du musst nur Ja zu Jesus Christus sagen und Nein zu dieser Welt. Rette deine kostbare Seele und lass nicht zu, dass du ohne Jesus Christus als deinen Anwalt in den Tod gehst. Ja. Das ist ein bisschen
bisschen viel für dich, aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du dir wenigstens Gedanken um deine Ewigkeit machst und herausfindest, was der Herr Jesus Christus für dich getan hat und wer der Herr Jesus Christus ist. Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Ja, jeder betet ja zu Hause für sich, ne? Ja, das habe ich nicht gesagt. Du musst herausfinden, was nach dem Tod auf dich zukommt und wer für dich und deine Sünden bezahlt hat. Weil selber kannst du nicht bezahlen, glaub es mir. Mhm. Dazu fehlt dir die Währung. Die Währung ist Jesus Christus. Mhm. Ich hoffe, die Leute, die dir wenigstens in deiner Community sind, hören das, was ich denen gerade gesagt habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Siehst du, du hast es hier zu tun mit jemandem, der uns so sehr liebt, dass er stellvertretend für uns bezahlt hat. Okay. Ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende, ne? Ich dir auch. Mach dir Gedanken. Wenn du Zeit findest, schlag einmal die Evangelien auf, mein Lieber. Ja. Es kann jeden Tag sein, dass du in den Tod gehst. Dann kommst du nicht zurück, um Buße zu tun. Um aufrichtig deine Schuld vor dem lebendigen Gott Jesus Christus zu bereuen. Das war's dann. Lass das nicht zu. Ja. Gott segne dich. Gott segne dich. Ja. Wie der Jesus Christus ihm seine Augen öffnet. Der war total geplättet irgendwie. Ja. Ja, Assalamu alaikum. Ja, wa alaikum salam. Ich glaube, das ist von dem Konstantin, der hat das nur so ein bisschen moderiert etc. Ne? Wer war denn Konstantin? Ich habe nicht gesagt, er hat das moderiert. Ja, so mit ungefähr oder so. Hast du zu viel Kamelurin zu dir genommen oder was? Kannst du mir meine Worte nicht richtig wiedergeben? Warte mal, wer war denn Konstantin? Okay, wer war denn Konstantin? Konstantin war der Kaiser, der damals... ein Kaiser! Kaiser Konstantin. Ein Kaiser also. So, ey, guck mal, auf so einen Blödsinn habe ich überhaupt keine Lust. Bist du ein Mann oder bist du ein Kind? Ja, du kommst doch hier mit Kamelpisse um die Ecke. Ja, Kamelpisse ist eine Form von deiner Religion. Echt. Du kommst mit Kamelpisse. Dein Prophet hat gesagt, dass du Kamelpisse trinken sollst. Hab mal ein bisschen Respekt vor deinem Propheten. Unglaublich. Das tue ich mir überhaupt an mit diesen Leuten, ehrlich. Manchmal denke ich auch, das kann doch nicht mehr wahr sein. This is not good. Da singe ich ja lieber meinen Song, mein Kamelurin. Da haben wir viel mehr von. Danke. Bisschen Respekt, genau. Haben wir ein bisschen Respekt. Sein Prophet hat das angeordnet, sagt er hier mit Kamelpisse. Wie geht's dir? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Was hältst du eigentlich von... der Kreuzung von Jesus, wurde er gekreuzigt oder wurde er einem Pfahl aufgehangen? Was sagst du dazu? Worauf willst du denn hinaus? Ja, weil ich gelesen habe im Internet, dass er gar nicht gekreuzigt worden ist, was er auf dem Pfahl aufgehangen worden ist. Das wurde eher bestätigt, als wie dass er gekreuzigt worden ist. Deswegen frage ich jetzt dich, du hast glaube ich mehr Quellen gesehen. Pfahl ist nur ein anderer Begriff, du musst eine Wortstudie unternehmen. Der Pfahl ist ein anderer Begriff für das Kreuz. Am Pfahle aufgehangen. Das bedeutet am Kreuz. Ach so, weil mir wurde so, ich habe das so gelesen halt, dass die zwei, also Barnabas und der andere Verbrecher, neben ihm gekreuzigt worden sind und er an einem Pfahl hangen. Ja, was bedeutet denn kreuzigen und an einem Pfahl hängen? Ja, die Kreuzigung, also was das bedeutet, ja, Schulisch, jetzt übertreibst du direkt. Also ich bin jetzt auch nicht so der Gelehrte oder so. Ist ja kein Problem. Als sie seine Hände und seine Füße durchgraben haben, irgendwo müssen sie ja da hängen. Ja, die sind also die Pose die Pose alleine zeigt uns doch schon, dass er an einem Kreuz aufgehangen wurde, weil er wurde ja quasi mit einer Hand geschlagen, eine Hand war da am Kreuz hängen, dann wurde die andere Hand durchgraben und die Füße. Und er hat diese Pose, kennst du ja, wie zum Beispiel Michael Jackson und so diese ganzen Posen machen. Diese Kreuzigungspose. Hast du schon mal gesehen, wenn Helene Fischer, Michael Jackson immer diese Kreuzigungspose machen? Mhm. Ja. Daher kommt das. Der Pfahl ist nichts anderes als ein Kreuz. Am Pfahl.
Ja, bist du mich jetzt gerade am Verarschen gewesen oder hast du jetzt ernst gemeint, so, weißt du? Weil viele hier im Chat hier lachen und so, ich habe jetzt keine Ahnung, weißt du? Ich meine das ernst, Mann. Was redest du da? Ne, ehrlich jetzt, weil hier so voll viele Lachsmilies reinschreiben. Das ist, hab ich mich ein bisschen verarscht. Ich weiß nicht, warum ich da, ich hab keine Ahnung. Und was sagst du dazu mit dem Geburt von Christi, dass er an Weihnachten geboren sein soll? Weil, wie ich das auch schon wieder gelesen habe, soll er gar nicht Weihnachten geboren sein. Er soll ja irgendwo im Herbst, man weiß es eigentlich gar nicht, weißt du? Ja, da gibt es keine genaue Zeitangabe. Es ist einfach so von der Kirche als Tradition wiedergegeben. Aber wir sollen, das, was wir machen sollten, ist ja das Abendmahl feiern, nicht sein Geburtstag. Aber okay, es sind alles Dinge, die jetzt nicht wichtig sind. Wichtig ist Buße tun. Das ist das Wichtigste, von neuem geboren werden. Das sind heilsrelevante Themen. Gottheit Jesu Christi, Dreieinigkeit, sein Kreuzestod, Auferstehung. Das sind so heilsrelevante Themen. Ob er am 24. geboren wurde oder am 5. oder 6. Januar, das spielt überhaupt gar keine Rolle, Mann. Ja, nee, ich frage halt nur so behindert, weil ich finde es halt komisch, dass sie das halt dann da mit den Heiden zusammen gemacht hat. Also die katholische Kirche, ja, rede ich halt natürlich von. Das ist beiseite. Diese Themen sind keine heilsrelevanten Themen. Viel wichtiger ist, dass du deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus beugst und von Neuem geboren wirst. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Ganz kurz, Dr. John, ich bin kein Muslim. Bevor du das hier irgendwie hier falsch verstehst, ich bin kein Muslim. Leute, beruhigt euch mal. Der ist ein ganz normaler Junge, der gerade fragt. Ich bin ja auf der Suche. Ich bin Agnostiker, kann man mich bezeichnen. Ja. Aber hier nicht Kamelurinsäufer oder so. Also braucht der nicht gar nicht beantworten. Kamelurinsäufer. Ich bin hier kein. Ich war mal Kamelurinsäufer, ja, das war ich mal, aber nicht jetzt mehr, weißt du? Sehr gut, das ist schon mal ein guter Schritt. Aber ich bin auch nicht hier rausgegangen. Ein guter Schritt für Kamelurinsäufer. Ja, wie gesagt. Ich war früher Muslim. Ich war früher. Ja, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, mein Lieber. Jesus Christus liebt dich ohne Ende, ne? Deswegen hat er auch sein Leben für dich gegeben. Ja, ich habe mir die Kreuzung angeschaut, ich finde das auch sehr interessant, den Christentum, ne? Sehr, sehr interessant. Ja. Guck dir mal bitte den Film Der Fall Jesus an. Wenn du heute mal Zeit findest, guck dir mal den Film Der Fall Jesus. Der ist nach einer wahren Begebenheit. Da geht ein Reporter hin und versucht, das Christentum zu widerlegen, aufgrund der Tatsache, dass seine Freundin, mit der er zusammen war, oder Frau, sich für Jesus Christus entschieden hat in so einer hochmodernen Zeit. Da hat er gesagt, du spinnst doch, wie kannst du an Jesus glauben und so. Da wollte er seiner Freundin so beweisen oder seiner Frau beweisen, dass Jesus nie existiert hat, dass er nicht gekreuzigt wurde, die Bibel ein Märchen ist. Und am Ende wirst du sehen, was passiert ist. Da wirst du staunen, mit was du suchst. Wo kann ich denn sehen? Wo kann ich denn sehen? Gib einfach ein, Der Fall Jesus. Da wirst du schon sehen. Ich glaube, da musst du 2 oder 3 Euro abgeben, also bezahlen fürs Gucken. Das ist okay. Kann man machen. Ach, meinst du Prime Video oder was? Prime Video oder so kriegst du schon für 2, 3 Euro, kannst du gucken. Ach so, okay, ja. Ja, guck mir auf jeden Fall an. Ja, also sagst du auch, diese Fakten sind halt unrelevant, ne? Ja, genau. Diese Fakten, die dort die Bibel mit sich bringt, sind unwiderlegbar. Du hast es zu tun mit dem allmächtigen Schöpfer, der sich offenbart hat in Jesus Christus. Ja, ich wollte nur mal gewusst haben, weil viele, also nicht viele, ich habe das hier, also viele mir das gesagt haben, was hier Weihnachten. Achso, du kannst auf YouTube umsonst gucken. Auf YouTube kannst du umsonst gucken. Der Fall Jesus. Dort werden die ganzen Begebenheiten wiedergegeben, wie der Reporter auf die Suche gegangen ist und sich mit Ärzten unterhalten hat. Das ist ja das Krasse. Er hat sich wirklich mit echten Ärzten unterhalten und den Fall Jesu dann untersucht. Ob er wirklich am Kreuz gestorben ist, ob Jesus existiert hat, ist den ganzen Beweisen nachgegangen. Und es war unglaublich, ne? Einfach nur traumhaft. Toll, toll. Welchen Film ich auch mal angesehen habe, ist der die Passion Christi. Der ist sehr extrem schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Hast du ihn mal gesehen? Schlimm in dem Sinne, dass der Jesus Christus für uns gelitten hat. Ne? Die Strafe, genau, die du und ich verdient haben, hat er auf sich genommen. Das ist das Schlimme. Das Schöne aber ist, dass der Jesus Christus für unsere Sünden bezahlt hat und dass wir leben dürfen. Und dass wir eines Tages dann, in uns, wenn wir in den Tod gehen, gerettet werden. Das ist das. Ich fand das ist das. Mal so. Seite.
Also ich fand diesen Film so interessant, die Person Christi, nur deswegen, weil der halt biblischen Text enthalten hat. Also war ja jetzt keiner, der ein Manuskript geschrieben hat oder so, weißt du, wie ich das meine? Da ist ja biblischer Text eingeführt worden, weißt du, wie ich meine? Also die ganze Kreuzigung, wo der da am Kreuz hängt und so, ist ja alles biblisch, ne? Ja. Genau, genau, wie der eine hier gerade schreibt, Dr. John. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch, mein Freund, ne? Mach's gut, ja, ciao. Ciao, ciao. Ja, möge Gott ihm seine Augen öffnen. Ne? Ich hoffe, dass noch so viele Menschen wie möglich zum Herrn finden und gerettet werden. In so einer heutigen Zeit, wo der Satan alle manipuliert hat nach 2. Korinther 4,4, ne? Das ist heftig. Ja. Ruh dich derweil aus. Ja, der Jesus Christus hat ja den Tod besiegt. Ne? Alle sind gestorben und im Grab geblieben, bis auf einen. Jesus Christus. Das ist das Wunderschöne. Er hat es bewiesen. Er hat es allen gezeigt. Er blieb nicht nur im Grab, sondern das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Amen. Seht, das Grab ist leer. Was sucht ihr den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Jesus Christus lebt. Wie sagt der Prophet Hiob? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wahnsinn. Ach, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns alle eines Tages im Himmelreich. Dass wir am Mahl des Herrn teilnehmen. Ne? Bräutigam und Braut. Der Bräutigam empfängt uns, seine Braut. Mann. Wie heilig das klingt. Ne? Der Bräutigam empfängt seine Braut, die er so sehr geliebt hat, ne? Dass er sie vom Fluche des Gesetzes erlöst hat. Halleluja. Ja. Denkt nicht, dass eure Kinder sicher sind vor Müsli-Männer. Vor Müsli-Männer. Oh, nicht schlecht. Müsli-Männer. Ja, der Otto Normal 0815 Muslim, der gar keine Ahnung von seiner Religion hat, der ist auch nicht problematisch. Problematisch sind diejenigen, die sich auskennen mit dem Islam und das wahre Gesicht des Islams verschleiern und verbergen und Taqiyya praktizieren. Das ist das. Um an ihr Ziel zu kommen. Das sind die Gefährlichen. Der 0815 Muslim, der hier und da ein bisschen von Islam redet oder was, der ist nicht gefährlich für niemanden hier. Der Muslim, der aktiv Dauer macht und sich mit den Schriften des Islams auskennt, der ist eher geneigt, gefährlich zu sein. Ja. Der das wahre Gesicht des Islams verbergt, nur um keine Probleme zu bekommen und eines Tages dieses Land dann auch zu islamisieren. Ne, um die Nicht-Muslime so zu hereinzulegen, um sie ja, zu konvertieren. Ihr kennt ja die berühmte Geschichte von dem Muslim, der einen Juden ausgetrickst hat, der alkoholsüchtig war. Der ihm gesagt hat, ja, du kannst, auch wenn du zum Islam konvertierst, du kannst weiter trinken. Wie er ihn angelogen hat. So krank, ey. Ich könnte mir diese Geschichte immer und immer wieder reinziehen. So lustig, ey. So verrückt. So, ihr Lieben, Gott segne euch und eure Familien. Genau, 100 Peitschenhiebe. Nicht nur das, sondern wenn er den Islam auch noch verlässt, dann ist seine Nackentherapie sicher. Lügenreligion, genau, Manchena. Wann hast du Jesus gesehen? Nein, ich habe Jesus nicht gesehen. Aber einmal habe ich von ihm geträumt und da habe ich pures Licht im Himmel gesehen. Aber Jesus Christus habe ich niemals so so als Gestalt vor mir gesehen oder sowas. Nein. Nein, der Herr Jesus Christus ist der Beste. Gott segne euch und eure Familie, die wundervoll.
Dank dem Herrn, dank nicht mir. Mir gebührt keine Ehre, mir gebührt kein Dank. Allein der Herr Jesus Christus hat Lob, Ehre und Dank verdient. Keiner von uns hat Dank verdient. Nur der Herr hat Dank verdient. Dank dem Herrn alle Zeit, ihr Wundervollen. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen offline, ihr Wundervollen. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich, so Gott will. Und wir noch leben. Gottes Segen, ihr Lieben. Macht's gut. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Ciao.